Herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Unboxing zu einem Anime. Weathering with You lief, soweit ich weiß, letztes Jahr im Kino. Hat mir sehr gefallen. War einer der ersten Filme, die ich mir mal allein im Kino angesehen habe. Und ich halte es erst euch mal so weit ins Bild und dann fangen wir mal an, alles auszupacken. So, ich hoffe, Licht und Ton funktioniert alles super. Gerade eben habe ich ein bisschen rumgetestet, war nicht so gut. Gut, erst Manko hier vorne, die Pappe ist ein bisschen eingedrückt, aber gut, die werden wir vielleicht gar nicht mehr so lange sehen. Mal sehen. Auf jeden Fall erstmal der Sammelschuber. Macht auf jeden Fall einen gut stabilen Eindruck. Gefällt mir auch sehr. Um was geht es in der Geschichte? Ein Oberschüler kommt in die Großstadt, versucht einen Job zu finden und hat nicht so viel Erfolg, denn kommt er irgendwie zu einem Detektiv. Beziehungsweise, wie kann man die Story gut erklären? Er kommt zu einem Detektiv. Dort soll er erstmal Putzarbeiten machen, denn trifft er von dem Detektiven die gedachte Freundin, Frau, Tochter, whatever. Daraufhin passiert eigentlich nur eins, dass die dann beide Detektivarbeiten machen. Sie bemerken dann irgendwann, dass sie Kräfte hat, die Leuten Glück bringen, Freude bringen und ja, daraufhin hinaus gehen sie auf die Reise und machen Leute glücklich, erfüllen ihre Wünsche. Jo, mit der Zeit wurde dann immer schlechteres Wetter und der Rest der Geschichte, ich glaube, man sollte es sich mal ansehen. So, hier haben wir denn das Artbook, Booklet. Ich würde mal sagen, wir schauen mal kurz ein bisschen rein. Gut, hier schon mal. Genau. Das ist die, die Wünsche erfüllen kann, beziehungsweise er ist. Ich schaue mal gerade, ob wir vielleicht ihn als Darsteller ein bisschen besser sehen. Booklet ist komplett auf Deutsch, gefällt mir sehr. Wir schauen mal kurz vorne hier. Genau. Hier nochmal das Titelcover. Er ist der Oberschüler, sie ist die gedachte Freundin, Tochter, ähnliches. Interviews. Die Bildgewalt ist sehr gut in diesem Anime. Kann man nicht anders sagen. Auch die Geschichte dahinter ist, wie gesagt, sehr toll. Er ist der Detektiv. Und ja, Booklet hat gute Anzahl Seiten. Gut verarbeitet. Zum zweiten. So. Dann schauen wir mal rein. Wir öffnen es jetzt erstmal. So, wir schauen mal. Oh, schön, hinter den Discs sind. Die Discs sind okay. Sehe ich mal kurz beiseite. Oh, komm. Jo, das sind die Discs. Schauen wir gerade, was es ist. Roadworms. Hier steht nicht wirklich was sowas drauf ist. Das Mädchen, das die Sonne berührte, so heißt, ist der erste Untertitel. Ja. So, dann schauen wir doch mal kurz rein. Das war hinter der ersten Disc. Das hinter der zweiten, hinter der blauen. Zip. Hier ist dann auch nochmal so ein bisschen Bildveränderung. Na, noch ein Stück hier. Ja, so ungefähr kann man es lassen. Bisschen schräg hier alles. Aber gut. So, hier haben wir dann nochmal so eine Postkarten. Oder? Sind das Postkarten? Ich schaue gleich mal. Ja, Postkarten. Ich glaube, noch nie ein Mensch hat so eine Postkarte wirklich verschenkt oder geschenkt bekommen. Vielleicht wird es ja mal Zeit. Sehen noch echt schön aus. Gut, die sieht jetzt eher traurig aus, aber Mann. Ich habe mir die White Edition bestellt. Das ist nochmal eine extra limitierte Edition. Die gab es bei Saturn und Amazon. Bei Amazon war sie schon seit Ewigkeiten ausverkauft. Ich habe es mir dann direkt bei Saturn nochmal bestellt, kam ungefähr 78 Euro. Eine andere Limited Edition gab es auch noch. Ich sage jetzt mal die normale Limited, die Black Edition, irgendwie so. Die kam oder kostet 68 Euro. Ich weiß nicht, ob man sich die noch bestellen kann. Darüber hinaus gibt es dann halt die normale Blu-ray in 4K, glaube ich, auch nochmal auf DVD. Preise gibt es überall bei Saturn und Saturn, Mediamarkt, Amazon. Und wo man halt sonst noch sich Filme kaufen und bestellen kann. Ich wüsste gerade nicht wo. Ich werde euch auf jeden Fall
ein, zwei Links unter in der Videobeschreibung senden. Reinstellen. Vergiss senden. Ich kann es euch auch senden. Schickt mir eure Nummer. Nein, Scherz. Bloß nicht. Ja, ich hoffe, euch hat das Speed Unboxing mal gefallen. Ich werde mir den Anime auf jeden Fall mal ansehen. Nochmal ansehen. Also erstmal, wie gesagt, im Kino und jetzt das zweite Mal. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid gerne beim nächsten Unboxing dabei. Auch gerne teilen. Das Video teilen. Ein Like da lassen. Ein Kommentar schreiben. Ihr wisst das alles, wie das auf YouTube funktioniert. Und auf jeden Fall vielen Dank und auf bald.